Servus Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von unserem Kanal. Heute steht mal wieder die Bundesliga-Prognose an. Wir werden uns gemeinsam zwei Spiele der UEFA Champions League genauer anschauen. Des Weiteren werden wir das letzte Gewinnspiel auflösen und mal wieder ein neues Gewinnspiel veranstalten. Dementsprechend würde ich sagen, schnacken wir nicht lange rum, sondern gehen direkt in das Auflösung des letzten Gewinnspiels. Beim letzten Gewinnspiel war das korrekte Ergebnis zu Paris Saint-Germain gegen den FC Barcelona gefragt. Das Spiel endete mit 2 zu 3 für Barça. Das hatte genau einer richtig getippt. Und derjenige gewinnt auch die 10 € Paysafecard. Also herzlichen Glückwunsch an dich. Ich blende den Namen jetzt einfach mal kurz ein. User und dann irgendwie eine Buchstaben-Zahlen-Kombination will ich jetzt nicht ganz aussprechen. Dementsprechend siehst du hier den oder siehst du dich hier im Video eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch an dich. Schreib mir eine kurze Nachricht bei Telegram. Dann lasse ich dir deine 10 € zukommen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in das erste Spiel. Das erste Spiel, was wir uns genauer anschauen, ist auch nochmal Barça gegen Paris. Kurz zur Ausgangslage. Bei Barcelona fehlen Balde, Christensen gelb gesperrt, Gavi und auch Roberto gelb gesperrt. Bei Paris Kimpembe, Kurzawa und Rico. Also Barça hatte hier auf jeden Fall die schlimmeren Ausfälle als Paris. Das Hinspiel endete mit 3 zu 2 für Barcelona. Dementsprechend würde Barcelona hier auch ein Unentschieden fürs Weiterkommen reichen. Aufgrund der Ausgangslage ist hier auch ein Unentschieden sehr, sehr wahrscheinlich. Und im Hinspiel hatte Paris eine 2,1-Quote auf Sieg. Jetzt hat Barça eine 2,2-Quote. Ich finde hier eine sehr ungewöhnliche Quotenverteilung, weil eigentlich, wenn die Heimat oder wenn eine Mannschaft gewinnt, dann ist die Quote hier auf Sieg eigentlich viel, viel höher, weil die Wahrscheinlichkeit, dass halt Gewinn eigentlich nicht hoch ist, weil ihnen halt auch ein Unentschieden reicht. Dementsprechend finde ich das hier sehr, sehr komisch, die Quotenverteilung. Auch das Hinspiel war relativ ausgeglichen und genau. Dementsprechend sehe ich hier, beziehungsweise dementsprechend finde ich hier ein X2 sehr, sehr interessant, weil ich hier auch ein Unentschieden für realistisch, sehr realistisch halte. Quote aktuell 1,76, ab einer 1,8 würde ich das Ganze hier anspielen. Fair für mich eine 1,65. Mein Ergebnistipp wäre hier ein 2 zu 2, auch wieder torreich. Und wie gesagt, Barcelona reicht hier ein Unentschieden, müssen dann nicht weiter Druck machen. Paris muss hier natürlich auf Sieg spielen. Und ja, wenn Paris führt, müssen sie nicht weiter Druck machen, gehen wahrscheinlich auch kein Risiko mehr ein, sondern versuchen es dann vielleicht über die Verlängerung oder über ein Elfmeterschießen. Dementsprechend X2 hier finde ich eine sehr, sehr gute Option. Ich warte hier noch etwas ab, die Quotenentwicklung und auch die Aufstellungen. Und eventuell gibt es dann hier eine Wette dazu in meiner Premium-Gruppe. Um das nicht zu verpassen, checkt gerne die Webseite ab. Dort gibt es weitere Infos über den Premium. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt in das zweite Spiel. Das zweite Spiel, was wir uns genauer anschauen, ist einmal City gegen Real. Auch hier kurz zur Personalsituation. Bei Manchester City sind aktuell alle Akteure fit. Also das gibt es auch selten, dass eine Mannschaft keinen einzigen Verletzten hat. Bei Real Madrid fehlen Alaba, Courtois und Tchouaméni ist gelb gesperrt. Hinspiel endete mir hier mit 3 zu 3, war relativ ausgeglichen. Expected Goals sogar, ich glaube, beides jeweils unter 1,0. Also man hat auch im Spiel gesehen, sehr, sehr viele Fernschüsse hier reingegangen. Torspektakel gewesen mit eigentlich wenigen Chancen. Genau, wie gesagt, war ausgeglichen gewesen. Real hatte hier eine 2,5 auf Sieg und City eine 2,8. Und jetzt hat City eine 1,67, obwohl das Hinspiel ausgeglichen war, unentschieden endete. Finde ich hier sehr, sehr übertrieben. Quotenverteilung, wie gesagt, auch hier sehr, sehr ungewöhnlich für mich. Da auch hier ein Unentschieden sehr, sehr wahrscheinlich ist, weil das beide Mannschaften für die Verlängerung reicht. Und dementsprechend finde ich hier das Plus 1,0 für Real Madrid für eine 1,81 sehr, sehr interessant. Faire Quote für mich eher eine 1,6. Hier warte ich auch erstmal die Quotenentwicklung, Aufstellung abgegebenenfalls und entscheide mich dann, ob ich hier die Wette platziere oder nicht. Selbst wenn City hier mit einem Tor führt, Differenz, müssen sie weiter keinen Druck machen, weil sie dann auch weiterkommen würden. Und das würde hier auch in dem Fall ein Cashback geben. Dementsprechend finde ich hier auch eine sehr, sehr gute Wette. Mein Ergebnistipp hier wäre ein 1 zu 1. Genau, auch hier zu dem Spiel verlosen wir wieder eine 10 € Paysafe-Karte und einen Monat gratis Premium. Also schreibt mir euer korrektes Ergebnis zu dem Spiel in die Kommentare mit einer kurzen Begründung. Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen. Schon seid ihr mit beim Gewinnspiel dabei. Ich drücke wie immer allen Teilnehmern die Daumen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.